Guten Abend und so, ja. Herzlich willkommen hier im Dunkeln in einer, ja, das ist auch wieder hinter einer, ja, Gasse an einer Straße, die unheimlich ist. So, ich bin ja jetzt hier unten und weiter oben läuft dann irgendwie im Boote seinen Weg. Und den soll ich abfangen. Und da will ich jetzt mal gucken, wo ich mich vielleicht am besten hinstellen könnte, um den Boten abzufangen. Mein Stand ist immer geöffnet. Fahrt und Bock. Ja, und meine Hose ist immer geöffnet. Was? Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in diese billige Tavern. Wer ist da? Niemand. Und immer dran denken, seid stets wachsam, Bürger. Ja. So. Ich muss mal sehen. Was sagt denn meine Karte? Ich bin jetzt. Ach da, ich könnte jetzt einer rechts gehen. Warte mal. Hier lang, genau. So, ich könnte hier warten und dann. Aber wo ist der Bote? Wie sieht der Bote aus? Das weiß ich nicht. Wie sieht der Bote aus? Bist du das? Nein. Ich bin jetzt hier. Genau, bei der gestrichelten. Und da kommt dann immer irgendwie einer lang. Und ja. Oder kommt hier keiner von Bote lang, oder? Kann ja auch eine Frau sein. Na ihr Süßen. Wollt ihr euch nicht ausziehen bei der Hitze? ja gut, da sind die Wachen. Hallo Schnucki. Ja. Hallo, es ist ganz schön warm, ne? Zieh dich mal aus, dann ist ja nicht mehr so warm. ja. Also, wie war das? Benutze die Karte, um die Maulwürfe, um den Boten zu finden, ja. Postboten oder was? Hallo, meine Süße. Und noch eine Schnucki. Erdbeere hier, was? Oder ich gehe mal da rum und guck mal da, wo das A ist. Aber ich soll ja dahin, wo das gestrichelte ist. Das ist er hier halt. Hallo, du heißer Ofen. Also ich meine den hier. Ne? Nee, da geht's ja nicht weiter. Ich bin auch verkehrt. Nee. Haha. Moment, ich muss einmal hier hoch. Oder hier rum? Ne, da geht's ja nicht weiter. Jetzt laufe ich den Weg, genau, den einmal rechts rum. Wenn es nach rechts geht, gehen wir nach rechts. Hier ist auch der Weghinweiser. Nächste Woche komme ich zum ersten Mal seit Monaten aus Makuria raus. Ach ja. Meine Göttin, ich kann es kaum erwarten. Diesen Scheißhaufen von einer Stadt dermaßen satt. Ja. Die Bank.
Bist du derjenige? Nein. Darf ich mitmachen? Nein? Schade. So, hier ist eine Bank. Aber hier kann ich nicht rein. Nee. Vielleicht muss ich hier auf dem Boden warten oder was? Wenn ich hier auf die Karte gucke, bin ich da, wo das A ist. Muss ich jetzt wirklich warten oder? Tja, ich weiß es nicht. Ich soll den Boden finden, aber kommt der hier lang oder? Hallo? Na. Weil der ist es ja nicht. Hallo. Nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Nee. Auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Boote, Boote, Boote. Hallo. Nein, du bist kein Boote. Nicht mal Postbote. Ah, der war sieht einfach zu billig aus. Tja. Wo ist denn der Typ? Oder überhaupt? Ich gehe mal weiter. Vielleicht bleibt er ja auch irgendwie nur auf einen ganz bestimmten Ort oder Platz und ich muss da hinlaufen. So, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ah. Das muss der Junge sein, den ich abfangen sollte. Ja, dann lauf mal hinterher. Guten Abend, Burger. Guten Abend. Der Bote hängt mich ab. Ich muss näher heran. Ja, noch sehen wir ihn doch. Ein Laufbursche, der Botschaften zwischen den Wachposten überbringt. Jep, der läuft ja auch, der findet auch ein Laufbursche. Du Dödel. Ich sorge dafür, dass es zugestellt wird, da. Was wollt ihr? Nein, hier im Freien darf ich nichts so Offensichtliches unternehmen. Besser, ich beschatte ihn mit einigem Abstand. Vielleicht finde ich was, das ich gegen ihn nutzen kann. Okay. Na dann, machen wir mal Abstand halten. Soll irgendwas benutzen gegen ihn? Was denn? Was machst du da? Guck dich die schöne Wand an. Ein Laufbursche, der Botschaften zwischen den Wachposten überbringt. Ja. Okay, dann. Mal sehen. Wo geht das nochmal lang? Schwer in diesem Licht überhaupt was zu erkennen. Rechts, links, links ist recht. Links. Auf dem Schild steht Urtrinssteige. Darauf steht Wächterhof. Urtrinssteige. Er hat ein Straßenschild, okay. Moment.
benutzen. Genau, das kommt dann dahin. Und das andere kommt dann dahin. Ja, vorher ging das nicht. Jetzt geht das. Okay, da kommt er wieder. Aber der muss auch halt die Straße kennen und sowas, die Gebäude und alles. Mal sehen. Moment mal, war es nicht links statt rechts? Ist rechts wirklich recht? Naja, Schilder lügen nie. Also nach rechts. Nimm dem Asadi-Boten den Brief ab, okay. Nur dürfen halt keine Wache in der Nähe sein, ne? Und so. Aha. Das sieht nicht aus, als wäre es recht. Von oben? Bei der Göttin. Tod, ermordet. Warum? Gute Frage. So etwas Unnötiges. Okay, bring den versiegelten Brief zur Maulwürfin. Gut, dann mache ich das mal. Hallo Leute, Moment, ich muss hier vorbei. Aus dem Weg, ich bin kein Arzt. So, ja. Ich habe immer ein Lied im Kopf seit heute, oder seit gestern ist er jetzt schon nach 0 Uhr. Es ist gleich 1, okay. In 2 Minuten ungefähr. Warte mal, jetzt muss ich hier durch, genau, denn da wieder lang. Moment, langsam gehen, dann wird es wieder dunkel. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Okay. Exotische Öle, fremdländische Kräuter. Nein, keine Kräuter. Balsame. So, Zwielichtskai. Da ist Erleuchtung. Kann ich lesen, was da drauf steht? Das Auge wird mir nicht angezeigt. Okay. Mary? Oder was? Okay, egal. So. Dann gehen wir hier wieder rein in den Keller. Im tiefen Keller. Der wird auch nicht heller. So, die Treppen runter. Stufen runter hier. Klapp, klapp, klapp. Mal sehen, was die Maulwürfe mir zu sagen hat. Asadi kehrt zurück. Yep. Um sich sprichwörtliche Hand waschen zu lassen. Er war nur ein Junge. Hatte niemandem etwas getan. Hasst sie die Asadi so sehr, dass sie völlig davon geblendet ist? Es ist nicht nötig, die Maulwürfin zu verärgern. Wenn ich will, dass sie uns Waffen gibt, muss ich nach ihren Regeln spielen, ganz gleich wie heimtückisch sie sein mag. Und meine Mission war es, Waffen zu besorgen, nicht das Leben eines Laufburschen zu schonen. Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Es gab Vereinbarung. Ich entscheide, Vereinbarung zu ändern. Warum? Tote Männer verraten nicht Geheimnis. Ein toter Junge. Wäre Mann geworden. Macht wenig Unterschied, wann Tod kommt. Kommt so oder so. Aber für mich spielt es eine Rolle. Und für ihn. Wie es für Banda-Mutter Rolle spielt, Asadi Banda-Kinder ermorden zu sehen.
Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, sollte ich sie reden lassen. Ein Tod kann einen anderen nicht aufwiegen. Das ist wahr, Asadi. Vergeltung mag kontraproduktiv sein. Aber euer Volk muss für sein Verbrechen auch leiden. Muss Konsequenzen seines Handelns sehen. Muss Schmerz spüren. Und dieser Mann, dieser Junge, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist sicherer so. Er kann nicht zurücklaufen und uns verraten. Oder euch. Ihr redet davon, mein Volk leiden zu lassen. Aber mein Volk weiß nichts darüber, was hier im Nordland vorgefallen ist. Das könnt ihr nicht allen Asadi zuschreiben. Wie öffne ich ihre Augen? Wie lasse ich sie begreifen, unseren Verlust? Banda Banta existieren nicht mehr wegen Asadi. Ich kann viele Monde Zähne knirschen und Krallen schärfen. Ändert Wahrheit nicht. Euer Volk wird nie betrauern meines. Aber wenn ich Leben nehme, lasse Mutter Verlust von Kind erleiden, Freund vermissen Freund, Ehemann vermissen Ehefrau, dann vielleicht wird jemand denken an meine. Dann vielleicht wird jemand erinnern an unseren Verlust. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Vielleicht nicht, Kien von Asadi. Aber man kann immer hoffen. Ich halte vielleicht nicht jenen Teil von Vereinbarung, aber ich halte wichtigsten Teil. Euer Widerstand wird Waffen bekommen. Alle Waffen, ich habe zu geben. Ich brauche noch einige für meine Leute. Schärfstes Schwert, schnellste Axt, stärksten Bogen. Aber Rest geht an euer Volk. Nicht euer Volk, Asadi. Euer Volk Rebellenbewegung. Sonst wäre idiotisch. Natürlich. Vielen Dank. Meine Leute nehmen Kontakt zu euren Frauen. Und auch Männern. Geht jetzt, Asadi. Ist dunkel und spät. Und ich werde schlafen. Schlafen und träumen. Von glücklicherem Tag im Bau, weiter nördlich, als Lachen von Kindern, füllte jeden Gang, Träumen von Freunden und Familie, während ich trauere um alle. Na gut, hatte ich vielleicht noch was anderes zu sagen. Sie ist eine magische und hat offensichtlich nichts für mein Volk übrig. Oder für Menschen im Allgemeinen. Warum also gehört sie nicht zu den Rebellen? Warum habt ihr euch nicht dem Widerstand angeschlossen? Die Hirtin fragt gleiche Sache. Warum nicht kommt zu Widerstand? Wie schnell alle vergessen, wie sie Banda zuvor behandelt. Wie sie herabsehen auf uns. Nennen uns Maulwurfsmensch, Dreckbewohner, Stummelschnauze und Bodenaffe. Die Magischen behandeln Banda ganz ähnlich, wie Menschen behandeln Banda. Wie Dreck unter Zehennagel. Wie Unrat. Ich empfinde nicht Liebe für Widerstand. Ich habe nicht Verwendung für Widerstand. Aber er bekämpft Asadi. Also ich verkaufe euch Waffen, Nahrung, Medizin. Bekämpfe nicht Widerstand. Feind meines Feindes ist, naja, nicht Freund, aber immerhin nicht Feind. Wann immer sie mein Volk erwähnt, kommen Hass und Verbitterung durch. Was haben sie ihr angetan? Die Asadi-Soldaten, sie haben euer Dorf angegriffen? An helllichtem Tag. Sie kommen. Wir huschen weg. Menschen nie gutes Zeichen. Menschen immer Ärger. Aber nie so. Niemals so. Wir huschen in Bau und schließen Luke. Und singen sanft zur Erde, um neuen Gang zu machen. Nur für Fall. Nur für Fall. Aber Asadi-Soldaten, sie haben Plan. Sie sind gerissen. Sie verdecken jedes Loch und dann werfen Feuer in Bau. Feuer, das schwarzen Rauch macht. Kinder, Alte, Schwache, viele erschrecken.
ersticken. Der Rest, wir sind blind, wir weinen. Wir kriechen hoch, aus Bau hinaus. Sieh nur lachen. Asadi warten auf uns mit Keule und Schwert und Speer. Sie lachen, während sie morden. Wir versuchen mit Flehen. Ich stolpere. Schwert schneidet mein Ohr. Höre nicht zu gut in Ohr jetzt. Ich stoße Kopf, falle in traumlosen Schlaf. Als ich aufwache, meine Welt verschwunden. Alles wegen Asadi. Alles wegen Volk von euch. Schwer zu glauben, dass so ein kleines Ding Dutzende von Leuten befehligt und über Furcht und Respekt gebietet. Wie ich hörte, leitet ihr die Unterwelt von Makuria. Ihr hört, ist, wo ich hingehöre. Unter der Welt, im Bau, ist mein natürlicher Lebensraum. Aber es steckt doch mehr dahinter. Ihr herrscht über ein Verbrecherreich. Reich. Nur Menschen haben Reich. Nur Menschen sind Königin von Reich. Ich leite Geschäft. Geschäft im Bau. Unterirdisch. Unterwelt. Eine beeindruckende Leistung für jemanden so Kleines. Gesprochen wie großer Mensch. Größe ohne Bedeutung. Größe irrelevant. Stärke ist anderswo. Im Kopf. Im Herz. Im Mund. Zum Glück für mich, die Maulwürfin ist stark. Im Kopf. Im Herz. Und vor allem im Mund. Ich sollte meinen Auftrag fortsetzen. Ich muss gehen. Mond zieht weiter. Nacht hat nur wenige Stunden. So, wieder den. Okay. Okay, zwei Sachen habe ich jetzt abgehakt und das obere noch. Finde einen Weg in die Versammlung der Nationalen Front. Wo ist denn die Nationale Front? Ja, wo soll ich denn da jetzt hin? Die Front ist nicht da. Okay, gut, ja, ich weiß nicht. Merkwürdig. Da komme ich nicht durch, das gesperrt. Okay. Ja, puh, ist das warm heute. Mal wieder. Moment.
das hier ist der magische Markt. Da. Ich hab Leckeres aus dem ganzen Dorf. Tja, wo soll ich denn jetzt hin? Wo ist denn das, wo ich da hin muss? Ich weiß es nicht. Gehäuse. Geht durch. Gehäuse, Gehäuse. Gibt viele Läuse in der Schleuse. Front, wo ist die Front? Hä? Da muss ich doch mal gucken. So, jetzt muss ich links rum, weil rechts ist ja gesperrt. Das ist da. Hallo Zuckerschnute, meine Erdbeere. Oh, also. Die haben aber Schwein. Ja. Na schön. Dann jetzt hier lang. Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in die... Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Ich bin kein Geist. So, jetzt bin ich wieder hier bei der Bank. So, jetzt bin ich hier. Tja. Okay, ich weiß im Moment nicht, wo ich hin soll. Auf der Karte, aber gut. Jetzt bin ich hier oben. Ich würde mal hier rumlaufen, mich mal umsehen und dann mal sehen, wie es hier weitergeht. Weil ich finde das ein bisschen komisch, weil da steht dann, findet halt einen Weg in die Versammlung der Nationalen Front. Wo ist denn hier eine Nationale Front? Das steht da gar nicht auf der Karte. Na gut. Vielleicht hier eine Kneipe da. Ich muss mal sehen. Dann sage ich erstmal danke fürs Gucken, fürs dabei sein und dann bis zum nächsten Mal, ne? Hier. Bei den süßen Weibern. Kommen die denn alle her? Alle von hinten und hinten ist auch merkwürdig. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut. Bye, bye.